mal. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute nicht alleine. Nee. Sondern mit Nils, aka Blacky. Moin. Werdet ihr bestimmt noch ein paar Mal in den Videos sehen. Nur mal gerade im Radio ausmachen. Ja, wir geben jetzt heute unseren 6320 ab und holen jetzt unseren neuen kleinen 6R ab. Neu in Anführungszeichen ist gebraucht. Ja, haben jetzt ungefähr 2 Stunden Fahrt vor uns. Maschine wird dort dann eine Zahlung geben, die hier. Und wir nehmen dann letztendlich eigentlich nur den neuen mit. Auch wieder mit Frontlader. Es ist ein 6115R. Baujahr 2016. Und ja, ist quasi einmal fast das gleiche Modell, nur 10 Jahre jünger. Und hat nochmal 1500 Stunden weniger. Und soll letztendlich dann für alle, die dann auch fahren, zum Beispiel Blacky, ein bisschen mehr Komfort eben bringen. Bei dem hier ist halt einfach nichts gefedert. Und soll einfach die ganze Arbeit ein bisschen erleichtern. Dort jetzt auch mit Vorderachsfederung. Und ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall bewerten. Und ja, nutzen jetzt einfach mal vielleicht die Zeit gerade noch mit. Entweder bestellst du die erst vor oder wir beantworten das. Ich glaube, am besten mal machen. Ja, Nils, 24, bin Teil des Mojo Wagyu Team, schon seit Anfang an dabei. Ja, von der ersten Stunde an. Ne? Ja, und schon seit, ja, ich würde jetzt mal behaupten, schon eigentlich seit klein auf immer mal Berührungspunkte zur Landwirtschaft gehabt. Ich habe es leider nicht gelernt, arbeite noch nebenbei in pharmazeutischen Unternehmen und helfe es oft, wie ich kann, bei Moritz auf dem Betrieb. Und ja. Machst eigentlich alles im Sommer, was irgendwie Spaten wenden, Ball fahren, mähen oder pressen, vielleicht dann ab dieses Jahr auch mal, so wie es passt. Mähen klappt ja eigentlich schon, beziehungsweise hat man ja schon letztes Jahr angefangen. Ja, das geht schon gut. Pressen wäre dann noch das nächste Thema, aber ich denke mal, das kriegen wir dieses Jahr schon mal runter. Auf jeden Fall. Und wird schon klappen. Ja. So, jetzt fangen wir eben einfach mal an, nach und nach die ganzen Leute auch mal mit vorzustellen, weil ich glaube, das ist echt ganz cool, dass man einfach zu sehen, wer auch irgendwie dahinter steckt. Und man sieht halt eben doch auch, dass es eigentlich durchweg ein junges Team ist. Ich glaube, der Jüngste ist ja bei uns 23. Ja, der Älteste ist Timmy. Timmy ist jetzt 27. Ja. Aber bei Daniel auch noch. Stimmt, Daniel. Daniel auch. 30, also irgendwie von einem Alter von 23 bis 30. Und helfen halt alle nebenbei irgendwie noch mit. Und immer wenn es halt wie gesagt passt, heute zum Beispiel noch einen Schlepper abholen, noch was ganz was anderes. Wie gesagt, wir haben jetzt auf dem Hof gerade nur bedingt was auch zu tun. Es sind jetzt auch die letzten Tore, die rein müssen. Aber das ist jetzt, glaube ich, die Woche dann auch schnell gemacht. Und dann nutzen wir jetzt einmal die Zeit und holen den ab. Steht schon eigentlich jetzt seit, wann waren wir das erste Mal da? Vor 4 Wochen? Ja, kommt ungefähr hin. Ja. Vor 4 Wochen wurde Turbolader noch erneuert und der war aber eigentlich schon eine Woche danach direkt schon fertig. Aber wir haben es leider noch nicht geschafft, ihn abzuholen. Deswegen nutzen wir heute den Tag. Wie gesagt, es war eine kleine Weltreise, aber mein geht Gott. Schon. Kommt ja was Schönes Neues. Ja, eben. Ja, aus dem letzten Video von uns, von der Betriebsvorstellung, gab es ja doch ein paar Fragen. Ich habe mir jetzt dann nur mal so 2, 3 rausgepickt, die ich glaube doch noch mal ganz interessant sind auch zum Beantworten. Erste Frage war zum Beispiel, wie groß war der Hof davor und wie lange die Gebäude leer standen? Ich glaube, die Frage kann man eigentlich immer nur falsch beantworten. Ich meine, es waren irgendwas, es waren auf jeden Fall über 200 Tiere, die eingestellt waren. War ja ein reiner Milchviehbetrieb. Hatten, glaube ich, irgendwas um die 220 Hektar, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Gebäude leer standen tatsächlich gar nicht so lang. Wo ich mir den Betrieb das erste Mal angeguckt habe, da waren noch die letzten Tiere drin. Und da ging das eigentlich ziemlich flott, die Tiere raus. Und dann haben wir eigentlich schon bevor den Betrieb final unterschrieben haben, ja schon angefangen. Angefangen mit Aufräumen. Ja. Mit Aufräumen und umzubauen. Also ich würde mal sagen, richtig leer standen sie eigentlich nie. Da jetzt die Zeit mit Tiere halt komplett draußen sind, auch wegen dem Umbau, bis sie jetzt wieder einziehen. Das natürlich, wenn man das sieht, dann waren das knapp 2 Jahre. Aber ansonsten war der Betrieb eigentlich immer belebt.
war ich immer irgendwas los. Ja. Seit dem Tag an war ich immer jemand da. Ja. Ja. Das kann man ja einfach so sagen. Ja, klar, es waren natürlich irgendwie noch so ein paar Sachen, die vom Vorbesitzer verkauft worden sind. Da war auch immer noch ein bisschen Betrieb, aber größtenteils hat es eigentlich schon angefangen aufzuräumen oder eben umzubauen schon alles. Ja, also ich glaube, wirklich lang stand er gar nicht richtig leer. Dann hatten wir noch eine Frage zum Thema PV-Anlagen, ob das für uns nicht auch ein Thema ist, aufgrund der großen Dachfläche. Ich glaube, PV-Anlage ist generell immer ein Thema. Unsere neue Halle ist auch dafür schon vorbereitet. Die hat auch die ganzen Kabelführungen und so sind alle schon oben ins Dach mit reingelegt. Also die Installation wäre damit eigentlich auch kein Problem mehr. Nur aktuell müssen wir ganz ehrlich sagen, wir kaufen den Strom günstiger ein, als das wir produzieren könnten. Und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen abwarten, ob dort vielleicht die Installationskosten, Anschaffungskosten vielleicht noch mal ein Stück weiter runtergehen. Ja. Ja, dann macht das, denke ich, auch wieder mehr Sinn. Und ich meine, größten Teil können wir eben über die Sommersaison auch selbst ja wieder abnehmen für die Trocknungsanlage. Aber ja, die Einspeisevergütung müssten demnach vielleicht noch ein Ticken höher sein. Aber ich glaube, das ist aktuell, ich glaube, aktuell schon wieder so ein Stück weit, dass es auch hochgeht. Aber dürfte halt noch ein bisschen mehr sein, weil man hat ja immer diese Abstufung. Ich glaube, bis 100 kW Peak, 50 kW Peak. Und wir werden dann über die 100 drüber und würden dann, glaube ich, umgerechnet noch 6,5 Cent kriegen für die Kilowattstunde, wenn wir es einspeisen. Ja, vielleicht geht es ja noch mal ein Stück hoch und ich glaube, dann wird das bei uns auf jeden Fall. Auch die ganzen, ja, die ganze Stromtechnik oder alles, was jetzt so schon dazu gekommen ist, ist eigentlich dafür auch schon ausgelegt. Also ist eigentlich fast nur noch Plug and Play. Und ja. Also das wird auf jeden Fall irgendwann auch noch kommen. Eins nach dem anderen. Ja, genau. Dann war noch eine Frage, um was es sich für einen Betrieb in Schleswig-Holstein handelt. Also der Betrieb in Schleswig-Holstein ist quasi aus einer Züchtergemeinschaft entstanden und haben da oben einen Betrieb angepachtet. Das war auch ein ehemaliger Milchviehbetrieb. Die hatten dann aber altersbedingt einfach aufgehört. Und so hatten wir die Möglichkeit, dort oben den Betrieb günstig zu pachten. Der Zuchtpartner von uns wohnt dort oben auch direkt vor Ort. Das hat sich dann doppelt angeboten. Und hatten jetzt aber vor ungefähr einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir auch unsere Wege ein Stück weit trennen. Die Tiere eben zu uns runterholen. Er behält aber auch noch, ich glaube, 3 oder 4 Stück. Und dann kommen jetzt im ersten Schwung ja die Tiere dann Ende März hier runter. Ende März, Anfang April. Da warten wir jetzt gerade noch auf einen Termin von unserem Viehtransporter. Und dann kommen jetzt im ersten Schwung erstmal 47 Tiere. Und denken wir dann übers Jahr hinweg dann noch ein paar weitere. Das müssen jetzt, glaube ich, so an die 70 Tiere da oben sein. Ja, das ist eigentlich so der aktuelle Plan. Was hat man denn hier noch so? Muss ich erstmal reingucken. Ja, vielleicht erstmal vielen Dank für die positive Rückmeldung. Da kam wahnsinnig viel rein. Auf jeden Fall. Das war echt krass. Jetzt haben wir, glaube ich, 1000 Abonnenten. Ne? Jetzt haben wir 1000 Abonnenten voll und das in schon nicht mal 4 Wochen. Nicht schlecht, ja. Das ist echt krass. Ja. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Aber wie gesagt, Rückmeldung ist ja durchweg echt cool. Und ich glaube, es macht irgendwie auch, also mir macht Spaß, die Videos zu machen. Die ja. anderen, ich denke aber bei den anderen auch auf jeden Fall. Wir haben alle Bock drauf. Ja. Von daher, gerade wenn es zur Heuernte geht, das wird schon sehr gut werden. Ja. Könnte man echt mal überlegen, ob man dann noch mal irgendwie eine zweite GoPro kauft und die dann einfach den anderen Jungs auch mitnehmen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja. Weil macht ja dann jeder doch irgendwie parallel was anderes. Da hat man mehrere Einblicke auf einmal. Was hätten wir denn hier noch? Ich muss gerade mal reinschauen. Ah, da gab es noch eine Frage zu dem Weidemann. Den Weidemann, also es sind jetzt ja schon 2, die wir jetzt gerade da hatten dann. Überlegung war eigentlich letztendlich dahinter. Wir haben einmal vor der Ballen, also vor der Trocknungsanlage, das Problem mit unserem, dass er halt unheimlich massiv und groß ist, was uns quasi letztendlich den Raum ein bisschen wegnimmt, die Ballen zu stapeln. Weil wir stapeln ja quasi, hier die Anlage ist ja direkt hier hinter uns auch ein Teil der Ballen und nehmen uns damit ein Stück weit immer den Platz weg, was wir eben zum Rangieren benötigen. Und dort war einfach die Überlegung, eine kleinere Maschine zu nehmen, einen kleineren Wendekreis, wo die auch generell weniger Platz benötigt,
um dort einfach ein Stück weit noch mehr Ballen einzulagern, die wir auch parallel eben trocknen können. Und wir haben im Stall hinten einen Anbau, der ist relativ flach und hat glaube ich knapp 2 Meter oder so. Und, das heißt, das schleppt da? Ja, das schleppt da hin. Und haben dafür eigentlich keine Maschine aktuell, womit wir das richtig ausmisten können. Haben zwar bei uns zu Hause selbst auch noch einen kleinen Weidemann, aber es ist halt die Überlegung, ob wir dann dort noch irgendwas halt hinzunehmen. Jetzt war das Problem aber, dass die Ballen dann doch ein Stück weit zu schwer sind, wenn man den Mast komplett ausfährt. Und somit könnte das schwierig werden mit dem kleinen Weidemann. Wir hatten jetzt eine Nummer größer. Da muss man dann aber ehrlicherweise sagen, der Sprung ist tatsächlich nicht mehr so groß. Nee. Da ist eigentlich fast egal, ob wir den Scorpion nehmen oder den Weidemann, weil da sparen wir auch keinen Platz mehr vor der Anlage ein. Also von daher müssen wir dort auch noch ein Stück weiter gucken, was wir da jetzt dann machen. Und ansonsten wird es wahrscheinlich vielleicht auf den normalen Weidemann hinauslaufen. Der ist dann zwar auch nur fürs Ausmisten gedacht, aber da müssen wir mal schauen, was es vielleicht ansonsten neben Weidemann auch noch für Marken gibt, die ähnliche Produkte anbieten. Vielleicht wird man da irgendwo nochmal fündig. Und ja. Vielleicht nochmal Kramer. Kramer wäre noch was. Eine Option. Jetzt hatte ich gesehen, JCB hat auch so kleine Teleskoplader oder als Radlader, Knickgelenk, aber mit einem Teleskopmast. Könnte man auch mal sich anschauen, ob das was ist. Ja, auf jeden Fall auch eine Option. Ja. Also ja, mit JCB, außer den Teleskoplader, den wir zum Vorführen einmal hatten, habe ich selber auch noch keine Berührungspunkte gehabt. Nee, der war leider ja nichts. Nee, das war nichts. Ja, das ist so ein Lastschaltgetriebe. Ja, das ist schon ziemlich ruppig gewesen. Gerade fürs Rangieren vor der Anlage, das war gar nichts. Okay. Und da ist das hydrostatische Getriebe vom Scorpion zum Beispiel, oder wie es bei Weidemann auch ist, doch deutlich besser. Ja. Viel schöner zu fahren. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach erstmal. Ja. Wir haben jetzt noch. Haben wir noch ein bisschen? 62 Kilometer. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt dahin, machen einmal Übergabe, vielleicht machen wir zwischendurch nochmal an. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im 96R und geben uns dann nachher wieder auf die Rückreise. Also, dann sehen wir uns bis dahin. Jo. Ciao. Rollercoaster ride, hands up in the sky. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns dann eingetauscht und sind jetzt auf dem Heimweg. Ja, erste große Fahrt, jetzt seit anderthalb Stunden auf dem Rückweg, so eine halbe Stunde ungefähr vor uns jetzt. Soweit eigentlich noch recht zufrieden. Ja. Sind eben schon einmal so ein bisschen drumherum gelaufen. Klar, hier und da so ein bisschen Schönheitsfehler, aber ich denke mal, das wird so eine Samstagsaktion machen, dann kann man das auf wieder. Auf jeden Fall. Bisschen ausbessern. Was man auf jeden Fall merkt, ist schon der deutliche Komfortunterschied. Ja. Eine große Kabine, wie bei den ganzen anderen 6R-Modellen auch. Jetzt hier auch mit Vorderachsfederung, das merkt man auf jeden Fall. Und 10 Jahre Unterschied. 10 Jahre Unterschied. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Wie lang? Ja, ja. Also auch Geräuschkulisse, deutlich angenehmer hier drin. Gut, kann man dem Alten letztendlich jetzt nicht nachsagen. Für sein Alter denkt man ganz normal. Nichtsdestotrotz, also man merkt hier schon den Unterschied. Und tja, Tank ist jetzt auch fast leer. Also es wird Zeit, dass wir heimkommen. Und dann würde ich sagen, machen wir zu Hause vielleicht nochmal einen kleinen Rundgang um die Maschine. Ja, denke mal, hier drin gibt es jetzt gerade nicht so viel zu sagen. Schalter auf jeden Fall, frontaler Bedienung, normal mechanische Steuergeräte noch. Bisschen Mäusekino, aber Stollfrontlader. Genau, Stollfrontlader ist mit dran. Da schauen wir uns dann aber am besten draußen einfach mit an. Tja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt die letzten paar Kilometer auch noch weg und dann gucken wir uns das gleich mal von außen an. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt einen Tag später schon. Wir haben es gestern leider nicht mehr geschafft, noch einmal um den Schlepper drum herum zu gehen. Die ganzen anderen Jungs waren dann eben auch noch da. Und haben sich das auch noch mit angeschaut und dann sind wir irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Ja, wie gesagt, die Maschine heile nach Hause bekommen. Jetzt vielleicht nur mal kurz zur Erklärung, einmal kurz ein bisschen drum herum gehen, um was es sich jetzt eigentlich hier handelt.
Ja, fangen wir direkt mal an. Wir haben jetzt ein John Deere 6R, das ist ein 115R, um genau zu sein. Das Baujahr 2016. Ja, eigentlich grundsätzlich in einem ganz soliden Zustand. Hat vorne nochmal vom Händler neue Reifen drauf bekommen. Neuer Turbolader wurde auch noch direkt mitgemacht. Da gab es nämlich schon direkt eine Fehlermeldung, ist aber anscheinend auch ein bekanntes Problem bei den 6R-Modellen, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, wie gesagt, Stollfrontlader, ähnlich oder vielleicht jetzt eine Nummer größer, als er vorher war. Für uns hätten eigentlich die Vorderreifen noch einen Ticken größer sein können oder ein bisschen breiter. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir da irgendwie nochmal einen Radsatz. Und ja, hatten jetzt eine gefederte Vorderachse auch schon mit drin. Das war uns halt unheimlich wichtig, dass wir einfach dort ein bisschen mehr Federung reinkriegen und ein bisschen mehr Komfort letztendlich. Das gab es bei dem anderen ja nicht. Und ja, können da mal rumgehen. Ich denke mal, die 6R-Modelle sind grundsätzlich bekannt. Haben hinten drei doppelt wirkende Steuergeräte, Druckluftbremse. Aber jetzt wird es ein bisschen dunkel. Genau, also Druckluftbremse, haben wir drei Steuergeräte hier noch mit drin. Ja, macht von hinten eigentlich soweit auch einen ganz soliden Eindruck. Haben gerade die Katzen gefüttert, deswegen ist es gerade so ruhig. ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal gerade rein. Genau, 6R-Kabine, wird ja wahrscheinlich auch der ein oder andere schon gesehen haben. Haben jetzt hier als Schalter wieder, hätten eigentlich ganz gerne auch einen stufenlosen wieder gehabt. Oder was heißt wieder, hätten wir gerne gehabt, wie der große auch ist. Aber allerdings ist da der Markt doch relativ leer, weshalb wir dort auch nichts finden. So, ich habe gerade mal die Einstellung umgeändert, damit ihr überhaupt mal richtig was seht. Ja, genau, also grundsätzlich jetzt hier als Schalter. Wie gesagt, hätten wir ganz gerne eigentlich als stufenlosen gehabt, aber dort war jetzt preistechnisch nichts wirklich dabei, was uns auch zugesagt hat und was halt auch vom Zustand letztendlich auch gepasst hat. Muss ja alles irgendwie das Gesamtpaket auch mal ein bisschen stimmig auch sein. Da hatten wir jetzt leider nichts gefunden. Aber naja, gut. Ja, wir haben hier oben, wie gesagt, die drei mechanischen Steuergeräte. Original John Deere Joystick auch noch mit dran, wo wir hier oben dann nochmal die Untergruppen durchschalten können. Hat jetzt hier das, boah, jetzt sage ich es bestimmt wieder falsch, müsste das Auto Quad oder Auto Power Getriebe sein. Weiß ich, eins von beiden. Genau, können jetzt hier oben direkt über den Tastendruck die Kupplung auch betätigen. Ja, Klimaanlage ist mit drin, Radio sowieso. Und ja, man muss einfach letztendlich sagen, die Kabine ist halt um einiges gewachsen. Was dann eben so einen Tag auf so einer Maschine halt deutlich auch angenehmer macht. Beifahrer mittlerweile dann auch einen richtigen Sitz, wo man es auch mal ein paar Minuten länger mit drauf aushält. Genau, haben wir hier oben noch jetzt ein kleines Dach mit drin. Ja, ich glaube, großartig kann man zu der Maschine nicht mehr so viel erzählen. Hat jetzt knapp 7.500 Stunden runter. Denke mal, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt vielleicht. Ja, ich glaube, das war schon fast mit unserem kleinen Video. Nils ist jetzt gerade jetzt leider nicht mehr mit dabei, sonst hätten wir uns die Maschine so auch nochmal angeguckt mit ihm zusammen. Aber ist halt heute nun mal so. Deswegen machen wir das wieder weiter. Gucken wir vielleicht nochmal gerade draußen, was mir gerade noch so einfällt. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, der Händler hatte nämlich nochmal die ganze Motorhaube neu lackiert. Und das sieht schon wirklich gut aus. Beschriftung fehlt leider noch. Die müssten wir auf jeden Fall nochmal dran machen. Müssen wir mal gucken, ob wir mal eine bestellen können im Netz. Dass wir die Typenbeschreibung auch noch wieder an der Seite dran machen. Aber wenn diese ganzen Schriftzüge wirklich auch heile sind, dann sieht das schon deutlich besser aus. Wir haben es ja bei uns an dem Großen hier, da sieht man es eigentlich. Wenn das immer so abblättert, also ich finde das immer furchtbar. Aber so sieht das schon richtig gut aus und macht eigentlich auch generell einen gesamten guten Eindruck. Reifen hinten sehe ich jetzt gerade, die könnten jetzt auch nochmal ein bisschen erneuert werden. Ja, aber ich denke mal, für diese Saison werden sie nochmal durchhalten. Aber ansonsten macht die Maschine wirklich einen guten Eindruck und sind gespannt mit ihr, mit der Maschine im Sommer auch zu arbeiten. Und hoffen einfach auf ein störungsfreies erstes Erntejahr mit der Maschine. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen
ein schönes Wochenende, eine gute Woche, je nachdem, wann ihr es anschaut. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder, 18 Uhr. Und genau, alles klar. Also, wir hören uns. 18 Uhr. Ciao.